Mahlzeit zusammen im wahrsten Sinne des Wortes, denn zu meiner Mahlzeit gibt es heute die Rocker Pink Pizza mit vegetarischer Salami drauf. Ja, tatsächlich. Und jetzt denkt manch einer von euch, und ich habe es auch schon in den Kommentaren gelesen, oh, die bringen doch jetzt vegane Sachen raus. Ja, ich weiß, ich habe es voll verkackt, ich habe die falsche Pizza gekauft, weil ich habe diese hier im Real-Einkaufsvideo gesehen. Ihr erinnert euch vielleicht, habe sie gekauft, weil ich dachte, das wären schon diese neuen. Ich habe aber nicht richtig gelesen, dass es nur die Veggie-Variante ist. Die bringen jetzt auch komplett vegane wohl noch raus. Habe ich noch nicht gesehen, wird natürlich auch getestet, ist jetzt die dritte Pink Pizza, die wir uns anschauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das mache. Ich bin nämlich eigentlich nicht so der größte Fan von den Rocker Sachen. Ich habe auch ein paar Proteinriegel getestet, die waren so ganz okay, aber so richtig umgehauen hat mich auch keiner. Positiv war immer, dass sie kein Kollagenhydrolysat drin haben. Dafür haben sie auf eine andere Art so ein bisschen Proteingehalt gestreckt, aber wenigstens nicht so krass wie mit Kollagenhydrolysat. Nichtsdestotrotz, ja, an der Stelle muss ich sagen, viele von euch wollen es einfach haben und deswegen teste ich sie. Die Pink Pizza jetzt hier. Regulär, ich glaube, 2,50 oder 3 Euro kostet eine oder waren sogar 4 Euro. Ich werde es mal in die Kommentare noch schreiben. Was macht Rocker Nutrition? Okay, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht vorlesen. Ich glaube, die meisten von euch kennen es. Hashtag abgerechnet wird am Strand. Ganz üble Ausdrucksweise. Aber gut ist, dass sie das vielleicht irgendwo auch mit dem Veganen machen wollen. Das finde ich ganz gut und sie sind auch nicht so schlimm wie andere. Von daher ist das hier, glaube ich, ganz okay. Die Pizza ist 100% vegetarisch, von Hand geformt und High Protein. Und ja, Nutri-Score B. Was macht Rocker Nutrition? Brauchen wir nicht durchlesen. Hier haben wir die Zutaten. Wir haben Weizenmehl, wir haben Wasser als nächste Zutat drin, ja, für den Teig halt, ne? Passierte Tomaten 20%, wir haben 17% Mozzarella tatsächlich drin. Wahrscheinlich so ein Low-Fat-Mozzarella, kann ich mir vorstellen. Dann haben wir hier Pflanzenprotein, Aufstieg nach Salami-Art. Verdickungsmittel haben wir drin, das gehört da halt dann meistens auch noch irgendwo zu. Reisstärke, Leinmehl. Ist das jetzt alles da drin? Rote Beete, Saftkonzentrat, Aromen, Glucose, Fructose und Eisenoxid, Milchsäure. Hier hört dann, glaube ich, die Zutaten der Salami-Art mal auf. Dann ist noch Salz drin, Hefe und Oregano. Also die meisten Zutaten kommen irgendwo durch diese Salami-Art. Und ansonsten das, was auf einer Pizza raufgehört, Wasser, Mehl. Also Mehl mit dem Wasser, passierte Tomaten, Mozzarella, das ist dann soweit auch okay. Hier haben wir die Nährwerte, die sind tatsächlich recht schlank. Kommt meistens daher, dass sie viel Tomaten drauf haben und dann eben wahrscheinlich auch nicht den fettesten Käse haben. Und die Salami wird sicherlich jetzt auch nicht die krasseste Kalorienbombe sein. Aber es ist relativ schlank, 181 Kilokalorien, 3,6 Gramm Fett, Kohlenhydrate 26, Eiweiß haben wir sogar 10 Gramm drin. Und ja, jetzt hole ich sie gleich mal aus dem Ofen und dann probieren wir sie. Man könnte sie natürlich noch ein bisschen im Ofen lassen, aber ich mag es, wenn Pizza ein bisschen heller ist. Knusprig ist sie auf jeden Fall. Achtung! Der Rand ist knusprig gelungen. Die Salami sieht vegetarische Salami-mäßig ein bisschen ja, komisch aus. Eher so wie, keine Ahnung, wie Wachs oder wie so Spielzeug für Kinder, so Kinderspielsalami. Ist auch nicht so viel Fett drin, das kann man sehen, deswegen da wurde sicherlich eine etwas magere genommen. Etwas mager ist natürlich auch der Käse, aber irgendwo müssen die wenigen Kalorien ja natürlich herkommen. Ich schätze mal, das ist auch so eine High-Protein-Käse-Variante, um so ein bisschen fettärmer zumindest. Ansonsten sieht die gut aus. Ich finde der Rand, der gefällt mir sehr gut, der hat eine sehr schöne Optik. Das ist ganz gut. Klar, wie gesagt, wenn ihr es länger backt, wird es noch dunkler und so. Wenn es schwarz brennt, dann sieht der Rand nicht mehr gut aus. Tomatensoße haben wir drauf und hier so ein bisschen Oregano. Und das riecht auch wirklich krass wie eine richtige Salami-Pizza. Also, ne, das ist immer wieder erstaunlich, wie gut sie es auch hinbekommen, Fleisch zu faken. Nicht in allen Fällen, aber in vielen gelingt das. Hier der Boden einmal, so ein bisschen im Querschnitt, ist halt locker wie ein normaler Pizzaboden. Wie gesagt, die ist jetzt hier weich, es liegt aber daran, dass ich sie nicht sehr lange habe backen lassen. Spannung. Was gut durchkommt, ist die Tomatensoße und auch die Salami. Man muss aber sagen, ich finde die Salami, die riecht mehr nach Salami, als dass sie nach Salami schmeckt. Die Konsistenz ist auch weniger salamimäßig, da sind viele Bindemittel drin.
Ist eher so wie eine Mortadella von der Konsistenz, wie ich finde. Aber es schmeckt ganz gut. Auch hier, wie gesagt, Tomaten kommen gut durch. Es passt für mich. Man muss an dieser Stelle natürlich wieder sagen, erstmal hat die Pizza relativ wenig Kalorien, weil sie klein ist. 310 Gramm ist jetzt auch nicht sehr groß, ne? Trotzdem ist sie auf sehr fettarm getrimmt, das sieht man. Dadurch kommt die größte Ersparnis an Kalorien natürlich. Dann hat sie sicherlich auch ein bisschen mehr anteilig Wasser als andere Pizzen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei einer anderen Pizza von Rocker nachgerechnet, glaube ich, bei der Proteinpizza. Dass halt der höhere Wasseranteil natürlich das Gewicht erhöht, aber keine Kalorien liefert. Deswegen, wir dürfen uns hier auf keinen Fall die Illusion machen, dass diese Pizza so lecker ist wie eine normale Salami-Pizza. Auf gar keinen Fall. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht so. Was aber so ist, ist, dass der Boden, ich finde den recht lecker. Mir schmeckt der. Ich finde, die sieht von der Form, die sieht so, der Rand sieht einfach nett gemacht aus. Ist aber natürlich auch Ansichtssache. Ich finde aber auch gleichzeitig, dass es nicht unbedingt wie das krasseste Diätprodukt schmeckt. Also ich finde, das ist so ein Zwischending zwischen keine 1000-Kalorien-Pizza und dem ekligsten Diätscheiß. Und das ist irgendwo dazwischen. Es kriegt, finde ich, recht gut die Waage hin. Damit möchte ich aber auf keinen Fall sagen, kauft euch die Pizza. Wie gesagt, Rocker ist ja nicht so schlimm, aber sowas ist auch etwas, was einem dann nur wieder sagt, du darfst keine Pizza essen oder sowas. Deswegen musst du dir jetzt eine Low-Calorie-Pizza essen. Das ist halt auch einfach falsch. Man kann durchaus eine Pizza mit 1000 Kalorien essen. Jetzt können wir auch wieder ewig lang diskutieren, dass es vielleicht Fälle gibt, in denen sowas doch irgendwo vielleicht Sinn macht. Ja, möglicherweise, aber viele von diesen Fällen sind nur sich selbst vorgelogen oder andere Sachen. Wie gesagt, das führt jetzt hier auch wieder zu weit. Ich will sagen, mir schmeckt die Pizza für so eine Diätpizza mit nur 560 Kalorien ganz gut. Aber es ist kein Ersatz für eine richtige Pizza. Da gibt es bessere Sachen. Vermutlich wollen sie es auch gar nicht erreichen. Man muss mit dem richtigen Maßstab bewerten. Und ich werde da jetzt auch nochmal reinbeißen. Mit dem richtigen Maßstab. Ich habe auch noch den Rand hier, aber das knuspert dann immer so laut. Käse. Zieht sich auch ein bisschen. Ich finde es gut. Ich find's wirklich ganz gut. Ja, man muss mit den richtigen Maßstäben messen. Von daher finde ich diese Pizza hier völlig in Ordnung. Schön ist auch, dass es vegetarisch ist. Ich bin auf die vegan gespannt. Und ja, würde gerne mal eure Meinung zu solchen Pizzen in den Kommentaren gerne lesen. Welche Pizzen kauft ihr sonst auch gerne? Habt ihr schon mal eine Pink Pizza gekauft? Wie findet ihr sie? Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.